Moin Leute, heute habe ich mal etwas anderes für euch. Nachdem ich ja letztes Mal gezeigt hatte, wie man eine Waffe nicht lackieren sollte, schauen wir uns in diesem Video gemeinsam ein paar professionelle Arbeiten an. Und da die Auswahl an verschiedenen Lackierungen und Beschichtungen von Schusswaffen sehr groß ausfällt, beschränken wir uns zunächst nur auf Glock-Modelle. Das ist auch ganz passend, da diese Waffen sehr häufig modifiziert werden. Also viel Spaß beim Video. Und auch wenn das jetzt einige verärgern könnte, muss ich vorab leider eingestehen, dass ich grundsätzlich kein großer Glock-Fan bin. Ich meine, natürlich haben die Waffen ihre Berechtigung. Sie sind sehr leicht und robust, simpel und schlicht aufgebaut und man kann die Pistolen sicherlich auch noch gut in Stresssituationen bedienen. Also optimal für eine Dienstwaffe eben. Und von daher auch kein Wunder, dass so viele Behörden auf Glock-Modelle schwören. Rein optisch betrachtet sprechen mich die Modelle aber eben nicht wirklich an. Insofern ist es nun auch ganz passend, sich individualisierte und modifizierte Waffen von genau diesem Hersteller anzuschauen. Kleiner Hinweis noch, ich bewerte einzig und allein das Aussehen der Waffen. Zusätzliche Anbauteile wie zum Beispiel besondere Visierungen oder gar komplette Anschlagschäfte fallen nicht in die Bewertung. Und damit kann es auch schon losgehen. Mein persönlicher Platz Nummer 5, die Lego Glock. Die Glock mit dem Namen Block 19 stammt aus dem Hause Kuiper Precision und ist eine Modifikation, die erst vor kurzem für sehr viel Aufregung sorgte. Der Grund dafür liegt wohl auf der Hand. Die Waffe ist im Stil von Klemmbausteinen gehalten und die Waffe ist noch dazu relativ bunt. Sie sieht also im Grunde genommen wie eine Spielzeugwaffe aus. Das hat natürlich insgesamt für sehr viel Kritik gesorgt, insbesondere in Bezug auf Kinder, die mit dieser Waffe Umgang haben könnten. Ich persönlich sehe da aber kein so großes Problem. Denn wenn die Waffe ordnungsgemäß und gesetzeskonform verschlossen wird, dann ist es meines Erachtens grundsätzlich erstmal egal, ob die Pistole nun schwarz, beige oder bunt ist. Naja, ein Thema, über das man sich sicherlich lange streiten könnte. Aber nochmal zurück zur Optik. So richtig vom Hocker haut mich die Block 90 nun nicht. Aber in Sachen Kreativität ist es definitiv eine 10 von 10. Lego sieht das natürlich anders und hat umgehend mit einer Unterlassungsklage gedroht. Und mittlerweile wurde die Glock auch aus dem Verkauf genommen. Alles in allem aber immer noch ein verdienter Platz Nummer 5 in meiner Liste. Kommen wir damit zu Platz Nummer 4 und wir bleiben direkt bei außergewöhnlichen Glocks, die einen riesigen Shitstorm hervorgebracht haben. Denn auch die Nintendo Glock sorgte für Furore im Netz. Anders als bei der Block 19 muss ich allerdings sagen, dass mir die Nintendo Glock wirklich gut gefällt. Die Farben sind sehr stimmig, es wurde viel Wert auf kleine Details gelegt und ich bin sowieso ein großer Nintendo-Fan. Und auch das ausgeschnittene Fenster oben im Verschluss der Waffe und der nachbearbeitete Lauf runden das gesamte Erscheinungsbild ab. Das einzige, worauf man bei dieser Waffe wohl achten sollte, ist die Verwechslungsgefahr mit dem originalen Nintendo Zapper. Zumindest wäre dann die nächste Runde Duck Hunt relativ schnell zu Ende, wenn ihr versteht, was ich meine. Die nächste modifizierte Glock stammt passenderweise direkt von einem österreichischen Hersteller und hört auf die Bezeichnung Interceptor. Eine Waffe, die Ceracot-Beschichtungen, CNC-Fräsarbeiten und Lasergravuren vereint. Der Hersteller Varex Tactical hat sich hier wirklich ins Zeug gelegt und ein kleines Meisterwerk mit vielen und vor allem aufwendigen Details geschaffen. Insgesamt könnte das gelungene Ergebnis wohl daran liegen, dass Varex Tactical sich mittlerweile auf Modifikation von Schusswaffen spezialisiert hat. Auf der Homepage gibt es sogar einen Konfigurator, mit dessen Hilfe man seine eigene, ganz persönliche Beschichtung zusammenstellen kann. Dasselbe gilt übrigens auch für die Fräsarbeiten. Auch hier gibt es einen Konfigurator und man erhält direkt einen Preis für die gewünschten Arbeiten. Schaut euch das Ganze mal an, wenn euch das Thema näher interessiert. In meinem persönlichen Ranking wollte ich eigentlich nicht unbedingt zwei Waffen vom selben Hersteller zeigen, aber in diesem Fall muss es einfach sein. Platz Nummer 2 geht nämlich an die Sparta Glock, ebenfalls von Varex Tactical. Und ich weiß gar nicht so richtig, was ich zu diesem Projekt sagen soll. Die Waffe sieht einfach unglaublich edel und elegant aus. Auch hier finden wir wieder sehr viele Details, von daher zeige ich euch einfach mal ein paar Bilder und ihr könnt euch selbst einen Eindruck von dieser Glock verschaffen. Also wie schon gesagt, Varex Tactical hat hier wirklich einen verdammt guten Job gemacht. Wenn euch das Thema Tuning von Schusswaffen interessiert, dann empfehle ich euch auf jeden Fall einmal auf deren Internetseite vorbeizuschauen. Viele der Waffen können übrigens auch direkt bei den Jungs von Austria Arms erworben werden, die schon seit längerem mit Varex Tactical zusammenarbeiten. Nur so als kleiner Tipp von mir, da der ein oder andere die Jungs vermutlich schon von YouTube kennt. Und damit sind wir auch schon bei Platz Nummer 1 angelangt.
Wahrscheinlich sind mir viele wirklich gut gelungene Einzelstücke entgangen, aber ihr könnt ja mal euren persönlichen Favoriten in die Kommentare schreiben. Ich habe mir einen etwas ungewöhnlichen Platz 1 ausgesucht. Kein konkretes Modell, sondern eine ganze Reihe von Waffen im Deadpool-Stil. Marvel hat mit Deadpool einen Helden erschaffen, der genau nach meinem Geschmack ist. Ich finde den Humor einfach super und irgendwie ist es ganz passend, eine Glock im Deadpool-Stil herzurichten, da ja auch Deadpool selbst stets bewaffnet ist. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, die ganzen Punisher-Motive auf Waffen, Zubehör und Taschen werden mit der Zeit doch ganz schön langweilig. Natürlich gibt es nun Versionen, die nicht ganz so gut gelungen sind, aber die meisten Deadpool-Glocks sehen wirklich klasse aus. Oftmals ist auch das komplette Griffstück farblich abgestimmt und viele der Waffen sind mit unzähligen Details zum Thema ausgestattet. Darunter auch sehr witzige Sprüche, die ich ebenfalls feiere. Das gibt dem seriösen Sport eine unterhaltsame Note und das muss doch nicht schlecht sein. Schließlich soll das Schießen ja auch Spaß machen, ansonsten könnte man es gleich sein lassen. Also wie gesagt, das ist nur mein persönlicher Platz Nummer 1 und natürlich ist es auch immer reine Geschmackssache. Ich hoffe aber dennoch, dass euch das ein oder andere Modell ebenfalls gefallen hat und würde mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Links zu den einzelnen Modellen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.